Weg aus Deutschland, auf nach Dänemark. Papa Marco, Mama Jeanette und ihre drei Kinder, Patrick, Anna und Pelle. Familie Belitz wandert aus vom schleswig-holsteinischen Eckernförde nach Mittelfart in Dänemark. Farvel, Tyskland! Übersetzen. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Marco und Jeanette feiern Abschied. Abschied von ihrem alten Leben hier in Deutschland. In zwei Tagen schon wandert Familie Belitz aus nach Dänemark. Heute wollen sie feiern mit ihren Freunden, Nachbarn und Kollegen. Dass sie in wenigen Minuten eine riesige Überraschung erleben werden, wissen sie in diesem Moment noch nicht. Früh am Morgen hat Marcos Mutter sich aus dem 500 Kilometer entfernten Dessau auf den Weg zu ihrer Familie gemacht, die nichts davon ahnt. Ich bin so aufgeregt, also. Es ist wirklich eine sehr große Aufregung für mich, dass er eine Überraschung werden soll. Und hoffentlich gelingt die Überraschung, dass er nicht doch denkt, die kommt doch. Mal eben nach Eckernförde fahren, für die 70-Jährige eigentlich unmöglich, weil sie selbst noch ihre alte Mutter pflegt. Aber Renate Belitz möchte ihre Kinder noch einmal in die Arme schließen. Unter einem Vorwand haben wir Marco, Jeanette, Patrick, Anna und Pelle vor die Tür gelockt, kurz bevor Oma um die Ecke biegt. Jetzt habe ich gedacht, meine Schwiegermutter. Ist es auch. Nee. Doch! Das gibt's doch nicht. Hast du das gewusst? Nee. Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Die Überraschung ist gelungen. Ja, ja. Ein bisschen kribbelig. Ah, noch kein Kloß. Noch nicht. Nur für Jeanette ist plötzlich alles zu viel. Der Umzug, die Überraschung, die ganzen Gefühle. Jetzt kommt es doch langsam alles hoch. Und dass jetzt auch noch meine Schwiegermutter gekommen ist, das ist wunderschön, aber es fehlt doch schon, dass meine Mutter vielleicht kommt. Fällt dir der Abschied schwer? Ja. Ja, jetzt ist es doch alles. Man hat ja hier doch 9 Jahre gelebt und hat ein schönes Leben gehabt. Und ja, jetzt hört es auf und fängt irgendwo an, irgendwo vorne ganz von neuem an. Es ist schön, aber auch sehr schwer. Die meiste Arbeit hat sie alleine gemacht. Ich war ja die Woche über in Dänemark und nur am Wochenende da. Und ich glaube ihr das schon, dass das jetzt langsam das Ende in Sicht ist und dass ihr auch langsam die Kräfte ausgehen. Und zu allem Überfluss müssen sich Marco und Jeanette für ihre Entscheidung, ein neues Leben in Dänemark zu beginnen, auch noch rechtfertigen. Denn ihre Freunde sind von der Idee, auszuwandern, längst nicht so überzeugt wie sie. Viele haben gesagt, ja, mach das nicht und die Dänen sind anders. Ja, die Dänen sind anders. Aber gerade das ist auch ein Punkt für mich, weshalb ich sage, ja. Darüber haben wir oft gesprochen, sehr oft. Na? Ja. Mehr laut, mehr weniger. Jetzt wollen sie nach Dänemark und die Sprache. Wenn du und drei kommst, Kinder. Entschuldigung. Und die Frau arbeitet nicht. Die Kinder gehen in die Schule, er geht auf Arbeit und sie sitzt zu Hause. Und wenn sie dann den Anschluss nicht kriegt, so meine ich das. Wenn ich es nicht ausprobiere, dann kann ich auch nicht wissen, ob es nicht funktioniert. So ganz so dolle weit weg ist es ja nicht. So, aber jetzt in diesem etwas mehr wie einem Jahr, was ich da drüben gearbeitet habe, bin ich eigentlich der Meinung, dass das nicht ganz so ist, wie das Heike denkt. Also ich glaube schon, wir kommen da klar. Und wie, um sich doch noch selbst ein bisschen Mut zuzusprechen, hören Marco und Jeanette noch einmal zusammen mit ihren Freunden ihr gemeinsames Lied. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
jetzt wird nicht nur ein Kapitel, jetzt wird ein altes Buch zugeklappt und ein ganz neues aufgeklappt. Von den vielen Abschieden, die Marco und Jeanette heute nehmen, ist einer sicherlich der schwerste. Und für diesen Moment muss Jeanette noch einmal stark sein. Kater Jonas darf nicht mit nach Dänemark. Im neuen Haus sind Tiere nicht erlaubt. Jonas wird heute von Freunden mitgenommen. Oh Gott. Jonas, geh mal da rein. Komm. Los, komm. Bleib mal drin, bleib mal drin. Bleib mal drin. Den Kater habe ich von klein auf von meinem Bauern, sage ich immer, geholt. Dass ich ihn jetzt nicht mitnehmen darf, das ist schon traurig. Also, das fällt mir nicht so leicht. Aber besser, als wenn wir ihn ins Tierheim geben müssen. Ihre Tochter Anna haben sie zum Übernachten zu einer Freundin geschickt. Sie soll den Abschied von Kater Jonas nicht miterleben müssen. Für Anna ist es sehr schwer. Anna hing sehr an Jonas. Das war ihr Ein und Alles. Also er lag auch immer bei ihr auf dem Bett und hat da geschlafen und hat immer, wollte eigentlich nur von ihr gestreichelt werden. Das ist so. Für Anna ist es sehr schwer. Ja, Jonas. Ich weiß, das ist jetzt nicht so einfach, aber... Passt gut auf ihn auf. Familie Beelitz wandert aus. Der endgültige Umzug nach Dänemark und warum Jeanette mit Scheidung droht. Morgen hier bei Guten Abend RTL.